Zwischen besorgten Kindern und neuem Selbstbewusstsein. Dani Büchner spricht offen über ihren radikalen Gewichtsverlust. Der Goodbye Deutschland Star nimmt in den vergangenen Monaten stolze 15 Kilo ab. Und das ohne viel Sport. Die Witwe von Jens Büchner verrät: Ich habe einige Sachen weggelassen und esse sehr viel weniger. Sie hat sogar ihr Gewicht vor ihrer ersten Schwangerschaft wieder. Und die liegt inzwischen 23 Jahre zurück. Ich liebe das, schlank zu sein. Ich glaube, ich habe mich noch nie so stark, sowohl in meinem Ich und meinem Körper gefühlt. In ihrer Familie stößt diese Veränderung allerdings auf Gegenwind. Meine großen Kinder finden das gar nicht mehr gut. Die machen sich Sorgen. Das ist natürlich auch schwierig. Die Fünffachmutter hat sogar selbst Angst, einem Abnehmwahn zu verfallen. Zumal sie auch auf Social Media immer wieder mit Kritik konfrontiert wird. Ihren Hatern ist sie mit 45 zu sexy und zu schlank für ihr Alter. Jetzt ist es auch noch so, obwohl ich für meine Verhältnisse echt wenig wiege, dass es Leute gibt, die an meiner Figur rumnörgeln und ich selber aufpassen muss, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch tiefer rutsche. In so eine Schleuse, dass ich jetzt denke, okay, jetzt muss ich noch mehr abnehmen. Dabei bringt die TV-Auswanderin inzwischen schon nur noch zwischen 60 und 62 Kilo auf die Waage. Manchmal möchte sie die 60-Kilo-Marke knacken. Doch das ist für Dani eine Grenze, bevor sie nicht aufhören kann, noch weiter abzunehmen.